Hallo? Ja? Paula? Hallo? Hallo? Paula? Ja? Von einem Bauern. Können Sie mich hören? Hallo, Doktor. Laut und deutlich sprechen. Sie brauchen nicht so zu brüllen. Hat Ihr Anruf einen Grund? Granemeier. Was? Gerrit Granemeier. Können Sie zu seiner Frau kommen? Auf dem Hof gleich neben Ihrer Tante Alma. Er soll sie in die Praxis bringen. Nein, sie schafft es nicht mehr aus dem Bett. Das Herz. Ich habe gesagt, Sie kommen noch vor zwei. Sagen Sie diesem Kran... Hallo? 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 Ah, wer sind Sie? Granemeier? Ja, der bin ich. Dann sind Sie Frau Granemeier? Tag, Herr Doktor. Schön, dass Sie da sind. Ja, allerdings. Wie fühlen Sie sich? Verwirrt. Elke. Verwirrt, inwiefern? Ja, sie ist schon eine ganze Weile so schwach, immer außer Atem. Und heute Morgen ist sie fast umgekippt, als sie auf die Toilette wollte. Palpitationen? Nee, ich glaub nicht. Was war das nochmal? Herzklopfen oder Herzrasen. Ach so, ja. Doch, ein paar Mal. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Ja, gleich. Jetzt! Ich mache Ihnen eine Tasse Tee, wenn Sie hier fertig sind. Ich will Ihre Frau 300 Milligramm ASS verabreichen. Und dafür brauche ich jetzt ein Glas Wasser. Ach so, ja. Entschuldigung. In Zukunft, Frau Granemeier, kommen Sie bitte zu mir in die Praxis. Und zwar rechtzeitig. Da muss ich nicht kreuz und quer durch Ostfriesland fahren. Und das nur wegen einer einzigen Patientin. Ich messe jetzt Ihre Herzfrequenz. Sie haben vermutlich Vorhofflimmern, aber das wird sich leicht beheben. Das kommt häufiger vor. Granemeier? Elke, was ist denn los? Doktor, was ist denn passiert? Schlaganfall, rufen Sie den Krankenwagen. Vermutlich Embolie nach Vorhofflimmern. Ja, ein Krankenwagen. Schnell, zu Granemeier. Nein, meine Frau hat einen Schlaganfall mit Embolie, sagt der Arzt. Ja, aber... Nein, der kann jetzt nicht. Martin? Ja? Ich wollte nur... Das ist eine Gemüsebrühe mit Suppenfleisch. Was ist passiert? Elke? Sie ist tot. Ich kann das nicht fassen. Das ist ganz normal bei plötzlichen Todesfällen. Ich dachte, sie wäre über den Berg. Sie hatte wieder Appetit. Das heißt, gestern Abend hat sie nichts runterbekommen. Ach, du hast sie gestern Abend gesehen? Ja. Und wo warst du?
Um mich geht's doch eh gar nicht. Was hat sie denn gesagt? Über was? Wie alt war Ihre Frau? 52. Wieso? Ich muss es hier im Totenschein eintragen. Sie hätten sie retten können. Nein. Das hätte ich nicht. Sie war... Sie haben überhaupt gar nichts gemacht. Moment mal. Lass, Martin. Martin, lass. Raus! Gerrit. Raus! Alle beide! Los, komm, Martin, lass uns gehen. Ich bin noch nicht fertig. So, das hier bringen Sie in den nächsten 5 Tagen zum Standesamt. Dann lege ich es hier auf den Küchentisch. Man sollte meinen, dass man sich mit so einem Hausbesuch für ein Dankeschön qualifiziert hätte. Ach, oder, Tante Alma? Was? Tut mir leid. Gib mir noch eine Minute. Gut. Lass dir Zeit. Sie war so ein lieber Mensch. Es ist einfach ungerecht. Und so plötzlich. Gestern schien es ihr doch noch besser zu gehen. Arme Elke. Ihr wart befreundet. Ja, Martin. Es ist traurig, aber das Leben geht weiter. Nur nicht für Frau Karlemeier. Manchmal frage ich mich wirklich, ob in dir auch nur ein Fünkchen Gefühl drin steckt. Wie meinst du das? Wie redest du mit mir? Und mit Gerrit? Er wollte keinen Totenschein. Er wollte einen Menschen, der ihm erklärt, was mit seiner Frau passiert ist. In ihrem Herzen hat sich ein Klumpen gebildet und hat eine Arterie im Gehirn verstopft und sie ist gestorben. Wo steht dein Auto? Ich bin mit dem Fahrrad hier. Das ist nur ein Katzensprung. In diesem Fall empfehle ich mich. Schönen Tag. Na, wie läuft's? Sie sind alle wirklich lieb. Habe ich nicht gesagt, dass Sie die Kinder mögen würden? Was ist denn mit Ihren Händen passiert? Nichts. Nichts. Waren Sie damit schon beim Arzt? Das kommt und geht. Das ist gar kein Problem. Hey Paula, alles klar? Oh, hallo Jan. Hallo Jan. Ich habe Neuigkeiten für dich. Vom DLRG-Boot? Ja. Also es gab nur noch einen Platz und du warst Zweite. Oh nein. Tja. Da hast du Glück gehabt, dass Klaas sich den Arm gebrochen hat. Was? Ja, ich brauche jetzt nur noch deine Handynummer für die Einsatzliste. Okay, bin immer zu erreichen. Okay. Und deine Probezeit beginnt heute. Erste Trainingseinheit heute Abend. So, jetzt komm mal her, bitte. Oh. Haben Sie einen Termin mit meiner Sprechstundenhilfe, wenn sie nicht zu beschäftigt ist? Verzeihung, Paula! Warum feiern Sie mit Ihren Freunden nicht gleich in meinem Behandlungszimmer? Das ist Jörn. Er leitet das DLRG-Team. Glückwunsch. Ich bin einer der Altgedienten auf dem Rettungsboot. Ich bin beeindruckt. Also, wobei, noch hat sie den Job nicht, ja? Erstmal muss ich der Doktor ordentlich durchchecken, ob sie auch wirklich fit ist. Oder eigentlich kommt sie mir ziemlich fit vor. Genauso werde ich es notieren. Ja, aber ein bisschen joggen musst du schon, ne? Ja, das macht Nils mit mir. Okay. Mein Vater hat immer gesagt, dass ich mal seinen Platz auf dem Rettungsboot übernehme. Paula? Er wird so stolz auf mich sein. Ja. Mama hat gedacht, ich schaffe das nie. Sie hat immer gesagt, ich heirate Paula! Mit 17 und krieg 5 Belger. Praxis Neuerlinger Siehl? Moment. Doktor? Ist die Schule ein Notfall? Sag mal, A. Ich schätze, es ist eine Greta. Was hast du denn gegessen? Ein Lachsbrötchen Vollkorn mit Mayonnaise und Salatgurke geschält und eine Tüte Fettarmer-Chips. Hier. Ich hole ein paar Tücher. Hier, wisch das ab. Ist alles okay? Ja. Vielen Dank. Willst du einen Schluck Wasser? Ja. Ich hol dir einen Schluck Wasser, mach deine Hände sauber. Hier.
Glück. Ach, Martin, wo du schon mal da bist, kannst du mal einen Blick auf Astrids Hände werfen. Verzeihung, das ist Astrid Vogt, unsere neue Lehrerin. Ich habe sie von der Grundschule in Blumenfeld abgeworben. Tatsächlich? Hallo. Ihre Hände sind wund und da dachte ich, darf ich mal ein paar Dinge klarstellen, Frau Sonnabend? Erstens, eine kleine Grete ist kein Notfall. Und zweitens, wenn ein Mitglied Ihres Lehrkörpers medizinische Behandlung braucht, dann in meiner Praxis. Und drittens, falls kein weiterer Ihrer Schüler sich über meinen Anzug erbrechen möchte, dann bin ich jetzt weg. So, komm, Lorenz. Astrid, es tut mir leid. Er ist sonst gar nicht so... Doch, eigentlich ist er immer so grob. Aber er ist ein verdammt guter Arzt und Sie sollten sich unbedingt einen Termin bei ihm machen lassen. Ja. Gottes. Gerrit! Also, Gerrit, was soll denn das? Ich will dein Kram nicht mehr im Haus haben. Ich erst recht nicht. Okay, Leute, das war's für heute. Gut gemacht, Paula, tolle Leistung. Aber kannst du noch mal das Ankergeschirr klären? Na klar. Was willst du? Wie geht's dir heute? Als ob dich das kümmert. Können wir unsere Streiterei nicht mal lassen? Elke zuliebe. Also für mich als ihre Freundin ist es schon hart genug. Aber was du gerade durchmachst, das kann ich nur ahnen. Was hat sie dir denn erzählt? Was? Was erzählt? Ja, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin nicht schuld. Dieser Dr. Martin ist schuld. Jeder andere Arzt hätte Elkes Leben gerettet. Das ist doch nicht wahr. Ach, jetzt bin ich doch ein Lügner. Auch noch? Ja, dann tu doch nicht so. Ich weiß doch, dass ich euch alles erzähle. Was hast du gesprüht? Das da ist dein Land und das ist mein Land. Wir hatten eine Abmachung. Keine Pestizide, mindestens im Abstand von 200 Metern zu meinen Feldern. Ich sprühe, was ich will und wo ich will. Ich habe in 14 Tagen eine Kontrolle. Die prüfen alles genau nach. Den Boden, die Pflanzen, das Futter. Wenn ich meine Biolizenz verliere, dann dauert es Jahre, ehe ich sie zurückkriege. Was soll ich deiner Ansicht nach tun? Gerrit Granemeyer ist mit seinen Nerven am Ende. Er glaubt, du hättest mehr tun können, um seine Frau zu retten. Vielleicht wird es helfen, wenn du ihn einfach mal besuchst. Heute habe ich zu viel zu tun. Martin. Morgen auch. Er gibt dir die Schuld am Tod seiner Frau. Das ist doch vollkommen irrational. Ja, es war absolut. Frau umgebracht. Fusser. Was hier? Martin? Es tut mir leid, Herr Doktor. Paul. Martin? Warum haben Sie nichts getan? Weil ich nichts mehr tun konnte. Man kann immer was machen. Medikamente, Elektroschocks, irgendwas. Nicht in dem Fall. Haben Sie getrunken? Und wenn schon. Ich verschwende meine Zeit nicht mit einem Trunkenbold. Wenn Sie es nicht waren, was hat Sie dann umgebracht? Nach Beendigung der Autopsie erhalten Sie die offizielle Todesursache. Und jetzt gehen Sie nach Hause. Nein. Paula,
Falls Sie jetzt nicht sofort verschwinden, lasse ich Sie von der Polizei festnehmen. Herr Garnemeier, bitte verwenden Sie keine Pestizide auf Ihrem Hof. Damit gefährden Sie die Biolizenz meiner Tante Alma. Alles klar? Pause? Ja? Nein! Jörn sagt, ich bin nicht schnell genug. Ich muss fit werden. Ihm zeigen, dass ich gut genug bin. Ich glaube, er will mich anmachen. Ah ja? Komm, wir machen ein Rennen. Gib dir Vorsprung. Na los! Pestizide. Pestizide. Und er hat sie gebracht. Dieser Irre, der mich fast umgebracht hätte. Was? Naja, sie haben mich doch von der Straße abgedrängt. Ich habe nur überholt. Komm, ist schon gut. Ich kläre das mit Frau Helbig. Wir klären erst mal, was da in diesem Laster drin ist. Das bezweifle ich. Soll ich vielleicht später noch mal wieder... Nein, bleib, wo du bist. Ich habe dir gesagt, du sollst dich von meinem Land fernhalten. Und ich habe dir gesagt, du sollst dein Gift von meinem Land fernhalten. Also, was hast du mir zu sagen? Nur das. Du bist auf Elkes Beerdigung nicht willkommen. Wie bitte? Du sollst nicht kommen! Die Frau Sonnabend wollte unbedingt, dass ich zu Ihnen gehe. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass ich so etwas wie eine Sprechstunde habe? Die ist seit Stunden vorbei. Guten Abend. Es ist nur nicht ganz leicht, tagsüber herzukommen. Sie haben nicht zufällig einen Moment Zeit, einen Blick drauf zu werfen? Also nur, damit die Frau Sonnabend zufrieden ist. Kommen Sie rein, dann gebe ich Ihnen einen Termin. Räumst du erstmal die Einkäufe weg. Und? Wie gefällt's Ihnen hier in Neuharlingersiel? Also ich finde die Leute dermaßen freundlich, die sind sowas von nett, ja? Entweder kommen Sie jetzt rein oder gar nicht. Da fällt mir jetzt was ein. Ich muss ganz dringend weg. Entschuldigung. Jörn! Oh, ein Notruf vom Rettungsboot. Schnell! Warte! Mach schon, Nils. Schneller! Ja! Gib Gas, dann schaffen wir das nie! Wir schaffen das! Pass auf! Oh. Nils! Alles in Ordnung? Scheiße! Moin. Was ist passiert? Er ist einfach so abgebogen, ohne zu gucken. Er ist mehr als 100 gefahren. Der Bus, der macht ja nicht mehr 80. Moin, Herr Hüske. Moin. Jetzt habe ich das Boot verpasst.
Ist jemand verletzt? Fahrerin könnte ein leichtes Schleudertrauma haben. Nichts Ernstes. Fahrerin? Moin. Oh, Gina. So, komm her. Die Tante ist im Garten. Stellt uns zu zweit, dann gehen alle auf. Wir sind die Netzwerke. So, Leute, alle auf. Lisa, bei einem Feuer musst du deine Sachen in der Klasse lassen. Nein, du bleibst jetzt hier. Geh zu Frau Vogt. Wo ist denn Frau Vogt? Was machen Sie denn hier? Ich versuche nur hier, alles in den Griff zu kriegen. Wir haben eine Feuerübung. Kommen Sie. Ich kann nicht. Zu viel zu tun. Sie gehen jetzt auf den Hof zu Ihrer Klasse. Sofort. Jetzt beugen Sie den Kopf auf die rechte Schulter. Und jetzt auf die linke. Ich kann keine Anzeichen eines Schleudertraumas erkennen. Ja, Doktor, aber man weiß doch nie. Bis sich die Symptome zeigen, können Jahre vergehen. Ja, gut. Falls Sie Kopfschmerzen verspüren, Schwindelgefühl, Übelkeit. Doktor? Ja? Wieder ein Unfall in der Schule. Helling? Hatten Sie das Bewusstsein verloren? Ich glaube nicht. Sie ist umgekippt, war aber wach. Übelkeit? Sehstörungen? Nein. Sehen Sie meinen Finger an? Ich habe nicht zum Mittag gegessen. Vielleicht bin ich deshalb umgekippt. Klingt nach einer vernünftigen Erklärung. Falls es keine weiteren Notfälle gibt, bin ich weg. Ich hoffe, du unterstellst mir nicht, ich hätte dich ohne Grund gerufen. Aber nein. Könntest du dir bitte Astrids Hände anschauen? Ja, in meiner Praxis. Sie war gestern Abend da, aber du hast es abgelehnt, sie zu untersuchen. Ich hätte ihr mit Vergnügen einen Termin gegeben, aber sie wollte keinen. Jetzt bist du schon mal hier. Tragen Sie beim Spülen Handschuhe? Nein. Sollten Sie aber. Es tut mir wirklich leid. Nicht so schlimm. Frau Vogt. Martin? Frau Vogt! Warte! Wenn du ein Problem mit mir hast, gut. Aber trag's nicht auf ihrem Rücken aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann mich nicht ständig für dein Benehmen entschuldigen. Dann lass es. Ich habe dich nicht darum gebeten. Wieso musst du alle Leute vor den Kopf stoßen? Kannst du dich nicht mal ein bisschen um deine Patienten bemühen? Lächeln, ein bisschen plaudern, einen Scherz machen? Kranke Menschen wollen keine Scherze. Sie wollen einen Arzt, der weiß, was er tut. Du weißt genau, was ich meine. Gib doch wenigstens einmal zu, dass du mich verstehst. Tut mir leid, nichts von dem, was du sagst, was du tust, macht für mich irgendeinen Sinn. Reden wir über... Worüber reden wir eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Meinst du nicht auch, wir sollten uns mal zusammensetzen bei einem Glas Wein? Endlich diese dummen Zankereien lassen und stattdessen auseinanderklamüsern, was wir eigentlich denken voneinander. Also gut. Aber nicht jetzt. Ich habe schon was vor. Tandem fahren? Ich wüsste nicht. Ich habe einfach zu tun. Aber morgen. Ich gehe um 8 ins Rodenbeck. Du kannst kommen oder nicht, ganz wie du willst. Ich werde kommen. Wirklich? Da
Sag nicht, dass ich hier nicht schießen darf! Du kannst Karnickel schießen, wo du willst. Wer sagt denn, dass ich Karnickel schieße? Ich weiß, was du Elke angetan hast. Was hat sie dir denn erzählt? Ich weiß, wie du wirklich bist, Gerd. Was hat sie dir denn gesagt? Damit konntest du vielleicht Elke einschüchtern, aber nicht mich. Hallo? Oh. Tag. Ich wollte mich bedanken, dass Sie mit dem Auto mir geholfen haben und dass Sie so nett waren. Das ist keine Ursache. Wie geht's denn Ihrem Nacken? Meinem Nacken? Ich glaube, der ist ein bisschen angeknackst. Vielleicht können Sie ja später vorbeikommen und nach mir sehen. Okay. Haben Sie sich ausgesperrt? Nein. Sie tun das ständig. Sie sehen ständig auf die Uhr. Tue ich nicht. Ich weiß, was Sie daran hindert, ins Haus zu gehen. Tun Sie nicht? Ich muss nur nachdenken. Zwangsstörung. Wie bitte? Haben Sie sich nie gefragt, was mit Ihnen los ist? Ich bin nicht krank. Bist du sicher, dass das Granemeyer war? Natürlich. Ich habe ihn gesehen. Da musst du ihn anzeigen. Oh, Martin, das bringt doch nichts. Find du lieber heraus, was wirklich mit Elke passiert ist und erklär es ihrem durchgedrehten Ehemann. Er wird nicht aufhören mit dem Unsinn, ehe er nicht überzeugt ist, dass du keinen Fehler gemacht hast. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, ich weiß. Der Mann panikt, weil er glaubt, dass Elke mir vor seinem Tod noch ein Geheimnis anvertraut hat. Hat sie? Ja, sie hat geglaubt, dass er eine Affäre hat. Er hat sie mal geschlagen. Aber dich würde er nicht schlagen, oder? Soll er mal versuchen. Ich habe keine Angst vor ihm, ob mit oder ohne Gewehr. Er hat ein Gewehr? Ja, natürlich hat er ein Gewehr. Er ist Jagdpächter. Warte einmal, ich bin überhaupt nicht amüsiert. Du wohnst Tür an Tür mit einem Mann, der seine Frau geschlagen und dich mit Geschirr beworfen hat. Und jetzt hat er auch noch ein Gewehr. Wollen Sie sich entschuldigen, dass Sie meine Frau umgebracht haben? Ihre Frau ist an einem Schlaganfall gestorben. Ein Blutgerinnsel hat eine Arterie blockiert, die ins Gehirn führt. Niemand konnte ahnen, dass es dieses Gerinnsel gibt. Und niemand konnte vermeiden, dass es sie umbringt. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, weil es die Wahrheit ist. Hat das Krankenhaus gesagt, dass es so gelaufen ist? Ich warte noch auf die Bestätigung. Sie warten auf einen Doktor, der Ihren Fehler denkt! Ich habe keinen Fehler gemacht. Es ist dagegen ein Fehler, meine Tante einzuschüchtern. Einschüchtern? Ja, einschüchtern. Ich habe diese zerbrochene Schüssel gesehen, die Sie durchs Fenster geworfen haben. Und dann war da die Rede von einem Gewehr? Der mir? Ja, das könnte sie gemeint haben. Ja, Marilla. Habe ich ertragen, dass Alma dauernd bei Elke hockt und sie aufhetzt gegen mich. Elke hätte angeblich was Besseres verdient. Ich weiß selber, dass sie was Besseres verdient hat. Meinen Sie vielleicht, für mich ist das leicht?
Gehen Sie. Bitte. Das hier ist deine Peilung? Mhm. Und in welche Richtung musst du fahren, damit du wieder auf Kurs kommst? Nordost? Schlaues Mädchen. Na, ihr beiden? Hey. Hi, Nils. Ja. Dann gehe ich mal die Einsatzlisten vorbereiten. Was? Kannst du dann nachkommen? Kannst du Gift aufnehmen. Eifersüchtig? Nö. Solltest du aber sein. Und falls du immer noch darauf wartest, dass Melanie zurückkommt, sag es mir lieber gleich. Spart uns beiden eine Menge Zeit. Hallo. Gina. Ich bin gekommen, um nach ihrem Nacken zu sehen. Wie es geht. Geht gut. Komm. Passiert. Versucht das verdammte Ding zu reparieren. Da ist es auf mich drauf geknallt gestern Abend. Ach, Mann! Au. Was mache ich denn los? Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente? Nein. Muttermale, Tätowierungen oder sonstige besondere Kennzeichen? Nein. Hm. Wobei, doch, wenn das zählt. Was ist das? Ein Frosch? Das ist ein Komodo-Waran. Die kommen nur auf den indonesischen Inseln Rinca, Gili Motang und Flores vor. Und auf Komodo natürlich. Ich finde, es sieht aus wie ein Frosch. Helling? Tante Alma? Jetzt beruhig dich. Wie viel Blut? Ich will dich mal gut spritzen, will ich sehen. Nein, sie ruft den Krankenwagen. Paula. Aber es wäre eine gute Übung fürs Rettungsboot. Nein, Sie bleiben hier. Nils, kommen Sie mit. Ich brauche vielleicht Hilfe. Nils? Das ist nicht fair! Gerrit, bitte schlaf nicht ein. Sprich mit mir. Sag mir, warum hast du die Hunde rausgelassen? Warum hast du mit Porzellan nach mir geschmissen? Alma, jetzt halt doch mal die Luft an. Mach die Augen auf, bitte. Ich hab ja nur... Oh. Martin, komm schnell, beeil dich. Nils, hilf mal. Okay. Nils, nein!
Bitte, Alma. Könntest du das übernehmen? Drück so fest, wie du kannst. Nils, rufen Sie Paula an und fragen Sie, ob der Krankenwagen kommt. Und hier, halten Sie das fest. Wenn ich wegen des Krankenwagens anrufe, kann ich das nicht auch noch halten? Ja, komm, dann gib mir, dann halte ich das. Martin, komm, dann drück du mal hier drauf. Nein, ich möchte nicht das Blut. Blutdruck. Ich will gleich Blutdruck messen. Na, ich kann pressen, wenn Tante Alma wegen des Krankenwagens anruft. Ja, ich könnte ja vielleicht versuchen, den verfluchten Krankenwagen anzurufen. Leben wir noch. Ja, jetzt, wo Sie da sind, bestimmt nicht mehr lange. Paula, ich bin's. Der Doktor will wissen, ob... Oh, 5 Minuten. Gut. Alma, halt das fest. Komm, Nils. Ja. Herr Garnemeyer, halten Sie die Augen offen. Ja, das versuche ich. Ich will ja sehen, was Sie da machen. Es gibt jetzt einen kleinen Pieks. Heute kam die Rückmeldung aus dem Krankenhaus. Meine Diagnose wurde bestätigt. Ihre Frau starb an einem Blutgerinnsel im Gehirn. Kann das von einem Schock kommen? Ein Elektroschock? Nein. Ich habe meiner Frau was gesagt, wo sie nicht drauf vorbereitet war. Hab ich sie umgebracht? Natürlich nicht. Also, wenn du deine Affäre meinst, das hat Elke schon lange geahnt. Hey, Gerrit, was ist denn passiert? Es ist alles in Ordnung. Mir geht's gut. Also, du bist voller Blut. Ja, er hat sehr viel Pulver verloren. Ja, und wird er wieder gesund? Ja, ich denke schon. Mann, Gott sei Dank. Hey, wenn ich dich jetzt verloren hätte. Das ist der Toni. Hallo. 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 Alle nassen Kleider ausziehen. Das hört sich ja schon mal gut an. Im Ernst hier. Das Opfer vor Wind schützen, warm halten, etwas Warmes zu trinken geben. Jo. Aber kein Koffein oder Alkohol. Auch kein Alkohol? Jan. Entspann dich mal, ja. Du hast den Test vor 5 Minuten bestanden. Echt? Ja. Und wie wollen wir das feiern? Nicht so, wie du denkst. Ach komm, ey. Du hast mir doch die ganze Woche über Zeichen gegeben. Ja, weil ich Nils eifersüchtig machen wollte. Tut mir leid. Ich hab dich nur benutzt, so wie du alle Mädchen aus dem Ort benutzt. Mach dir keine Sorgen, du bist auf jeden Fall in der Crew dabei, ja? Danke. Ich werde immer 100% geben, versprochen. Okay. Solange du deine Finger von mir lässt. Na klar. Gerrit gehört. Ja, ein schlimmer Unfall. Nein, ich meine, dass er... Und? Wird er wieder? Ich denke schon. Gut. Wir sehen uns dann später bei Rodenbeck. Um 8. Um 8. Also dann. Das Schwein bringe ich um. Jetzt bist du endlich eifersüchtig. Bin ich schon ewig. Echt? Und wieso sagst du dann nichts? Weiß nicht. Als Melanie weg ist, ist auch nicht so toll. Ich wollte nicht, dass mir sowas nochmal passiert, also habe ich so getan, als ob es mir nichts ausmacht. Es macht mir aber was aus. Ja? Notfall. Ich muss. Thank you.
Also gut. Wenn Sie mir helfen können, dann bin ich bereit, Ihnen zuzuhören. Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ich bin verabredet. Sie können mich jetzt nicht hängen lassen. Doch, das kann ich. Ich kann bis halb nicht mehr raus. Ich darf ein Gebäude nur zur vollen oder zur halben Stunde betreten oder verlassen. Ich weiß, das klingt verrückt. Allerdings, das tut es. Aber was kann man bei einer Zwangsstörung anderes erwarten? Zeigen Sie mir Ihre Hände. Alles vom Schrubben? Wenn es ganz schlimm kommt, dann merken die das auf der Arbeit auch. Deswegen wechsle ich so oft die Schulen. Also, wie können Sie mir helfen? Eine Stunde oder so am Vormittag. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr aus dem Badezimmer gehen kann. Weil wenn ich die Türklinke anfasse, dann muss ich mir wieder die Hände waschen. Und zwar gründlich. Und mit viel mehr Seife, denn ich bin ja eindeutig viel, viel schmutziger als vorher. Verstehen Sie das, Herr Doktor? Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Dann hat meine Schwester sie genommen und ihr die Haare ausgerissen. Jedes einzelne. Sie hieß Martina. Ich kann so viel. Ich kann kochen, backen, nähen, putzen, Britsch, Rommi. Ich habe sogar mal Stenografie gelernt.